Ja, dann sind wir sehr glücklich drüber, dass wir heute hier punkten konnten. Und der Gestapper und wir hatten ja beide 6 Zähler auf dem Konto. Jetzt sind wir 3 Punkte vorne. Das war das primäre Ziel. Gerade aufgrund der Ausfälle, die Gladbach natürlich auch oder ihr auch habt, aber bei uns sind dann mit Adi Sache, Fabio Ribeiro und Yannick Schlegel, Frankfurt 3 Spieler weggebrochen, die letzte Woche noch auf dem Platz standen. Und da mussten wir natürlich reagieren, haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Aber Bergisch Gladbach hat sich auch was einfallen lassen, wie eigentlich jede Woche, das wussten wir natürlich auch. Deshalb waren wir gespannt, wie sie heute hier auftreten, auch in welcher Formation. Ich glaube, es war kein schönes Spiel. Wir sind glücklich, dass wir am Ende dann den Sieg eingefahren haben. Gladbach hatte für mich mehr vom Spiel in den ersten 25 bis 30 Minuten. Vor der Halbzeit hatten wir dann 3-4 gute Abschlussmöglichkeiten. Und ich fand in der zweiten Halbzeit uns persönlich besser. Das ist natürlich immer subjektiv. Aber am Ende können wir auch nochmal erhöhen auf ein zweites oder drittes Tor, was wir nicht gut machen. Und müssen natürlich bis zum Ende dann das 1-0 verteidigen. Was wir aber, glaube ich, hinten in der Abwehr gut gemacht haben. Ich kann mich jetzt an keine richtig gute Chance mehr in den letzten 30, 45 Minuten erinnern. Von daher sind wir froh darüber, dass wir jetzt zum 4. Mal in Folge umgeschlagen sind und das war das Ziel, heute hier zu gewinnen. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, man merkt mir an, dass wir natürlich alle sehr, sehr enttäuscht sind. Nichtsdestotrotz erstmal Glückwunsch auch an dieser Stelle zu den wichtigen 3 Punkten an Strahlen und an dich, Benni. Danke. Man muss sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns gewesen, diese direkten Duelle, wenn man in der Regionalliga bleiben möchte. Letzte Woche haben wir in Beek ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen. Ich glaube, wir sind wirklich gut ins Spiel gekommen, hatten die ersten 15, 20 Minuten schon 2, 3 richtig gute Gelegenheiten, auch das erste Tor zu machen. Dann läuft natürlich so ein Spiel in eine ganz andere Richtung. Mitte der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen ausgeglichener, Chancen hüben wie drüben. Und dann zum Ende hin, muss man sagen, hat Strahlen sich dann natürlich da auch die eine oder andere Gelegenheit erarbeitet und erspielt, sodass wir uns in der Halbzeit nochmal neu gesammelt haben. Und dann fand ich eigentlich, dass das Spiel, ich will nicht sagen, auf ein typisches 0-0-Spiel hinauslief. Es gab nicht mehr so viele Torraumszenen wie in der ersten Halbzeit. Und sinnbildlich ist natürlich dann, dass das Tor heute auch nach einer Standardsituation fällt. Wir haben schon ganz, ganz viele Standardsituationen kassiert. Das ist dann auch nicht immer alles zur Verteidigung. Man muss sagen, gut getretener Ball, kopfballstarker Spieler, großer Spieler, der den dann verlängert. Und ja, hinten raus müssen wir dann natürlich aufmachen, müssen mehr Risiko gehen. Das haben wir auch gemacht, leider ohne den nötigen Punch. Und dass dann der Gegner natürlich nochmal 1, 2 Kontermöglichkeiten bekommt, um ein Tor zu machen, das ist ganz normal. Das wissen wir, wie es im Fußball läuft. Wir haben jetzt 10 Tage Pause. Wir haben in den letzten Wochen gute Spiele gemacht. Wir werden uns sammeln, wir werden auch das wegstecken. Und dann werden wir schauen, dass wir nächste Woche Mittwoch dann gegen Wuppertal zu Hause wieder angreifen. Man merkt, die Liga ist sehr, sehr eng. Alle Spiele sind sehr, sehr eng, sehr hart und kämpft heute auch wieder. Und ich glaube, dass unsere Mannschaft eine gute Mentalität haben wird und in Wuppertal dann wieder neu angreifen wird. Dankeschön. Okay.